So, hi, also ich habe jetzt hier den Jan vor mir. Hallo. Hallo, kurz zu dir. Wie lange beschäftigst du dich denn so ungefähr mit Träumen? Mit Träumen habe ich schon sehr früh angefangen, mich zu beschäftigen. Also es ist schon einige Jahre her, da müsste ich in der 7. Klasse gewesen sein. Und da habe ich schon angefangen, kurz Traumtagebuch zu führen. Kurz, in welcher Klasse bist du jetzt? Ich bin jetzt in der 12. Klasse. Okay. Und 19 Jahre alt. Und dann später, ich glaube vor 3 Jahren, habe ich dann angefangen, mich weiter mit Klarträumen zu beschäftigen. Und ja, habe dann auch erste Erfolge erzielen können. Okay, ja, das ist schon eine Weile, ne? Und was machst du zurzeit denn so besonders mit deiner Traumarbeit? Also im Moment leider nicht so viel, da ich durch Schule ziemlich gestresst bin. Das bedeutet, ich schaffe es momentan nicht mal am Tag ein paar Reality-Checks zu machen. Aber sonst, früher habe ich eben Reality-Checks gemacht, habe ich kritische Fragen gestellt und generell einfach Bewusstsein gefördert. Das bedeutet, in Alltagssituationen einfach mich gefragt, wo bin ich hier gerade, und einfach versucht, so ein bisschen meditativ auch alles auf einmal so ein bisschen wahrzunehmen und mich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Und ich glaube, das hat meinem kritischen Bewusstsein auch sehr viel geholfen. Okay, und hat das dann auch zu Klarträumen geführt? Ja, durchaus. Ich hatte mindestens die Hälfte meiner kompletten Klarträume ist einfach durch diesen kleinen Hintergedanken, ey, ich könnte ja gerade träumen, entstanden. Und die andere Hälfte eben durch Reality-Checks oder so. Okay, und was hast du so in deinen Klarträumen hauptsächlich versucht zu machen? Also ich glaube, das ist ganz klassisch bei mir, wie bei anderen Menschen, auch einfach wegfliegen, einfach springen und weg sein. So. Ich glaube, das ist mit das Ding, was ich immer als erstes mache und dann oft auch rausfliege dabei. Ansonsten, ja, einfach mal der Traumstory folgen oder sowas. Ich war mal in so einem Messegelände, und dann bin ich einfach rumgelaufen und habe Menschen gefragt und sowas, was die denn da machen. Und es war ja ein sehr herzerwärmendes Erlebnis, mich mit den Menschen da zu unterhalten. Das war sehr interessant. Das klingt schön. Also hast du so teilweise ein bisschen deepere Sachen so mit Erkenntnis oder irgendwie so was in der Art, und teilweise einfach so diese Spaßsachen. Ja, genau, richtig. Und würdest du sagen, dass diese Erlebnisse oder auch die Beschäftigung, also Versuch, das zu erleben, irgendwie dein Leben beeinflusst hat? Ja, auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich nicht mehr so eingeschränkt denke. Das bedeutet, dieser Gedanke, dass die jetzige Welt, in der wir uns befinden, die einzige ist, der ist quasi gar nicht mehr bei mir vorhanden. Und ich habe immer so ein bisschen so ein kritisches Bewusstsein gegenüber der Realität, und habe dann auch oft, wenn ich daran gedacht habe, einfach mal die Welt beobachtet und so versucht zu ergründen, was denn überhaupt Anzeichen dafür sein könnten, eben, dass es in dem Moment ein Traum ist oder nicht. Und würdest du sagen, das hat dir irgendwie auch geholfen? Also so im Alltag oder im Leben einfach? Oder war es eher negativ? Kann ja auch sein. Oder also neutral? Negativ auf keinen Fall. Aber irgendwo, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so arg dazu gekommen, jetzt wirklich im Klartraum sowas wie irgendwie therapeutische Arbeit zu machen für mich selbst oder sowas. Das war in der Regel schon eher der Spaßfaktor bei mir bis jetzt. Ja. Ja, und dieses Spaßerlebnis, wenn du das mal so einen Traum hattest, wo du geflogen bist oder so, hat das dann dein, sagen wir mal, den Tag darauf oder so beeinflusst, positiv oder? Ja. Ganz, ganz extrem sogar. Ich hatte mal ein Erlebnis, ich hatte mal stärkere Schlafprobleme immer mal wieder, und dann konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Also wirklich, habe, glaube ich, 5 Stunden lang wach gelegen, bis ich dann endlich kurz eingeschlafen bin. Und dann hatte ich komischerweise genau darauf einen Klartraum durch Wild, also WLD. Und ja, das war dieser Klartraum, von dem ich erzählt habe, in diesem Messegelände, und der ging sehr, sehr lang und war auch sehr, sehr schön. Und obwohl ich in der Nacht dann gerade mal 2 Stunden geschlafen habe, bin ich danach aufgestanden und war einfach super voll Energie und war super euphorisch den ganzen Tag. Und es hat wirklich den ganzen Tag hinweg durchgewirkt. Und das ist was ganz Tolles an Klarträumen, dass sie einem nach dem Aufwachen einfach noch diese Freude und diese Energie mit in den Tag geben. Das klingt sehr schön. Hast du vielleicht zuletzt, zum Schluss jetzt noch einen Tipp? Also wenn du jetzt einen Tipp geben müsstest für Leute, die sowas Ähnliches machen wollen wie du, im Klartraum Spaß haben oder auch andere Sachen, was würdest du den Leuten raten?
nicht zu hektisch werden. Und besonders, was überhaupt die Klartraumsteigerung angeht, nicht nur sture RCs machen, weil es eben irgendwie auf der Liste steht, sondern wirklich ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Welt, in der man sich gerade befindet, nicht die einzige sein könnte oder vielleicht gar nicht die Welt ist, die als real angesehen wird. Das bedeutet, eher tiefergehend ein Bewusstsein dafür aufzubauen, ja. Und dann, wenn man in den Klartraum kommt, einfach genießen. Cool, ja, Dankeschön. Und tschüss. Gerne.